Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg zur Valley of Hope und da habe ich noch so ein paar Rechnungen offen. Und zwar ein Step Up und den Drop. Das habe ich mir auf jeden Fall heute vorgenommen und wir werden mal sehen, wie gut das klappt. Wir nehmen euch mit. Bis gleich auf der Valley of Hope. Irgendwie habe ich mich auch direkt über den ersten Drop geschossen, ohne großes Warm-up und bin dann auch erstmal fast im Busch gelandet. Nichtsdestotrotz hat das Ganze eigentlich ganz gut funktioniert und ich musste es dann direkt nochmal probieren. Es geht mit Speed, ne? Außerdem hatte ich natürlich noch die Rechnung mit dem ersten Step-Up hier offen und musste es auch direkt erledigen. Es hat auch tatsächlich geklappt, allerdings habe ich dann gemerkt, okay, ich muss echt noch mehr das aktive Springen lernen, damit ich einfach dann auch richtig über so einen Step-Up drüber komme. Aber Challenge erstmal gemeistert, drüber gefahren, hochgekommen, ich bin happy. Sketchy. Also im Raum ist das sketchy. Amazing. Leute, jetzt richtig scratchy. Aber Jungs, today it's gonna be epic, because I'm here with Mark. Brand new shoes, eh? Muss ich einfach sagen, der Bikepark hat mir mega Sicherheit gegeben und mich auf jeden Fall nochmal aufs nächste Level gebracht. So gut es ging, habe ich hier alle Features versucht zu verinnerlichen. Den Step-Up und den Drop und alles einfach mal ein paar Mal gemacht. Und es lief einfach viel zu gut für den ganzen Tag. Ich muss wirklich sagen, ich bin mega zufrieden gewesen. Doch dann musste das passieren, was sowieso wahrscheinlich schon viel zu lange überfällig war. Schon wieder zu wenig heute. Ja, aber geil. Digga, das hat sich angehört, als wärst du voll mit dem Rücken aufgeknallt. Ja, ich bin tatsächlich auch voll mit dem Rücken aufgeknallt und mit meinem Hintern und mit meinem Ellbogen und das Ganze hat dann meine Bizepssehne gequetscht und es war alles ein bisschen geprellt, aber halb so wild. Nichts Schlimmeres passiert, dennoch irgendwie ein Schock. Alles gut. Arsch geprellt. Und Ellbogen vielleicht. Alles auf GoPro? Also ich glaube ja. Natürlich erstmal super geil, dass die Jungs fragen, ob ich es auf GoPro habe und natürlich in erster Linie, ob das Bike noch heile ist. Naja, so ist das halt. Ja, ich habe keinen Bock, dass mir das jetzt Schiss macht, weißt du? Nichtsdestotrotz mega coole Community. Die Leute kümmern sich sofort um dich, wenn du mal gestürzt bist. Das fand ich einfach mega nett. Und ich habe dann die Sprünge direkt nochmal probiert mit ein bisschen weniger Tempo, weil ich einfach vermeiden wollte, dass ich Angst vor den Dingern bekomme. Und das habe ich dann auch gemacht, aber im Anschluss dann auch irgendwann nach Hause gefahren, weil einfach ja, der Schock ein bisschen tiefer saß und mir dabei nicht mehr so wohl war. Wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, dann erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du das erste Mal zuschaust. Und wir sehen uns jede Woche in mindestens 2 neuen Videos. Bis dahin, Leute, macht's gut. Und...